zeige euch heute, wie man Waschmittel ganz einfach selber herstellen kann. Dann jetzt einmal meine Kernseife. Dann haben wir Waschsoda, Zitronensäure und Fleckensalz. Kernseife, da nehme ich 1-3 Teelöffel und das in mein Spülfach rein. Je nach Verschmutzung der Wäsche, Waschsoda auch, ja, einen guten Teelöffel. Genau, bei stark verschmutzter Wäsche dann vielleicht noch ein bisschen Fleckensalz. Und wenn die Wäsche vielleicht ein wenig angenehmer riechen soll, wenn man Lavendel gerne mag, dann kann man Lavendelduftöl rein da. Alternativ für Kernseife kann man die Kastanien nehmen. Dann nimmt man 5-8 zerkleinerte Kastanien. Da haben wir jetzt einfach 300 ml Wasser. So, drauf. Genau, da sieht man jetzt schon, dass sich da ein wenig Schaum bildet und das lässt man dann 8 Stunden stehen oder über die Nacht oder je nachdem. Und nachher zeigt man das an und da hat man es in sein Waschmaschinenfach rein. Fertig. Also in einem Waschpulver wie in allen Waschmitteln muss ein Tensid drin sein. Ein Tensid, das ist also eine waschaktive Substanz. Die älteste Tensid ist die Seife. Und zwar haben schon die Römer gewusst, wenn ich halt ein Öl habe und das mit Alkali versetze, dass dann eben hier eine Waschwirkung entsteht. Und Seifen findet man heute noch in Waschmitteln drin. Die heißen bloß dann nicht Seife, wenn man mal im Waschzettel schaut, sondern die heißen dann Anionentenside. In der Kastanie sind Saponine drin. Das ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt sage, ich nehme solche Kastanien her, dann habe ich natürlich auf jeden Fall ein nachhaltiges Waschmittel. Ich habe aber nicht unbedingt ein umweltverträgliches Waschmittel. Weil natürlich die Saponine in den Pflanzen nicht hergestellt werden, damit wir waschen können, sondern das sind Abwehrstoffe gegen Pilze, gegen Insektenfraß. Das heißt, die sind alle mehr oder minder giftig. Und worauf man heute bei der Entwicklung gerade von Waschmitteln sehr achtet, ist, dass sie auch in geringer Verdünnung die Wasserorganismen nicht schädigen. Solange der Einzelne mit der Rostkastanie wascht, ist kein Problem. Industriell sollte man daraus kein Waschmittel herstellen.